Es ist mal wieder soweit. Nach 4 Jahren gibt es an der Emma-Schule in Nordhorn wieder ein Zirkusprojekt. Zirkus Emma heißt er, und da kommt auch schon die Zirkusfamilie Sperlich aus dem Emsland angereist. Eine Woche lang werden sie hier bleiben und mit den Kindern der Schule ein öffentliches Zirkusprogramm gestalten. Am anderen Tag, vormittags 11 Uhr. Die ersten freiwilligen Helfer, die Eltern der Schüler, sind inzwischen eingetroffen. Da wird gehämmert und geschleppt, denn das Zelt soll gegen Mittag stehen. Einmal zurückwärts, dass die Spitze nach außen zeigt, hier rein. Das ist die Tochter der Zirkusfamilie, die den Helfern sagt, was gemacht werden soll. Genau. Rüber, ne? So? Ja. Runter, dass es straff ist, gegen das Aufwickeln. Ganz schöne Knochenarbeit, so ein Zelt hochzuhieven. Da muss jeder Griff sitzen, aber mit vereinten Kräften klappt das schon. Das Ende, das ist immer zur Mitte zeigen, wenn der hier zum Strick. Ich ziehe die Reihe mal hier rüber. Hier unten. Die roten Stangen sind jetzt an der Reihe. Sie stützen den Rand des Zeltdachs. Nimmst du auf. Nur die Stangen nicht loslassen, immer festhalten. Bis der Biener Die Behausung der Tiere wurde als erstes aufgebaut und nun schauen sie zu, wie gearbeitet wird. So, hier, die müssen wir zweimal tragen. Hier ist ein Griff, ja. Genau, hier ist ein Griff dran. Okay. Also 10 Stühle pro Loge. Einfach aufstellen, die müssen tragen. Die Logenstühle werden aufgestellt. Wo ist jetzt die Loge? Vorne geklebt. Das ist Loge. Das ist Lift, genau. Auch die Kleinen wollen mit anpacken und sind richtig stolz, mit dabei zu sein. Ja, du bist aber cool drauf. So. Ja, du willst auch mithelfen. Kannst du kaum laufen nochmal. Nein, ja, auf die rechte Seite. Eine Seite hier runtergeschoben und die andere Seite eingehakt. Den weiter rüber hier. Okay, den ist gut. So langsam wird's was. Die Seitenwände werden angebracht und die Lichttraversen in Position gestellt. Es ist gleich Mittag, 13 Uhr, und tatsächlich, das Zirkuszelt steht. Jetzt können die Proben beginnen. Am anderen Tag in der Turnhalle der Schule. Die Kinder gehen wie gewohnt zur Schule. Das Unterrichtsfach heißt jetzt Zirkus aktiv mitgestalten. Und das mehrere Tage lang. Hier wird Akrobatik trainiert. Die beiden Zirkusleute zeigen es den Kindern. Gleich nebenan der Seiltanz. Fachkundige Helfer sind dabei und passen auf, dass kein Kind herunterfällt. Ich habe euch ja erzählt, dass wir in der Zaubernummer 2 Häschen haben. Jetzt sind wir in der Zauberabteilung. Hier ist es Floriana Sperlich, die Chefin vom Zirkus. Sie erklärt und probt mit den Kindern, wie man ein Häschen verschwinden lässt. Ja, und das mit dem roten Tuch, aber das schauen wir uns dann in der Vorstellung an. Ja, Tuan. Immer mit Kontakt. Und jetzt kommen wir zu den Höhepunkten in der Zirkusarena, die Pony- und Ziegenshow. Rückwärts gehen.
Du bist doch klar, du musst doch da stehen. Ihr steht falsch. Ihr steht falsch. Da muss man sich den Anweisungen vom Zirkuschef Gerd Spärlich schon fügen. Disziplin ist angesagt. Sag bitte auf. Kann ich auf? Ja. Aufpassen jetzt. Aufpassen. Nee, nichts machen. Am Platz. Peter, komm. Peter ist verunsichert. Er sieht die Kamera. Aber was soll's, denkt er. So, und rot geht. Und bitte. Alle auf! Alle auf! Max, komm! Sag alle auf, Max! So schön! Alle auf! Komm, auf! Setz dich durch! Los, prima! Am Platz! Am Platz! Super! Komm, los geht's! Dreht euch nach oben zum Publikum. Ihr kommt dazu. Stellt. Hände geben. Und verbeugen. Winken. Rückwärts gehen. Ein, zwei Schritte. Umdrehen und dann raus. So, Herr Spärlich, die Proben sind im vollen Gange und Sie machen jetzt gerade ein bisschen Pause. Wie lange brauchen Sie bis zur Uraufführung? Ja, wir haben drei Tage Zeit. Also drei Vormittage jeweils von 8 bis 13.30 Uhr Zeit, mit den Kindern ein vollständiges Zirkusprogramm auf die Beine zu stellen. Und der heutige Tag lief schon relativ gut. Mit den Tieren gab es ein bisschen Probleme, aber in den anderen Gruppen lief es sehr gut. Aber mit den Tieren, wie gesagt, viele Kinder haben keine Haustiere mehr und... Ja. Gibt es Probleme, wenn die einfach vor einer Ziege stehen und eine Ziege hat Hörner? Kennen die vielleicht gar nicht. Wie viel Kinder haben Sie denn, die Sie jetzt mit denen Sie. In meiner Gruppe habe ich 12. 12. Ja, und dann Ihre Frau macht mit? Meine Frau ist für die Zauberei zuständig und auch für die Tauben. Für die Tauben hat sie jetzt weniger Kinder, sind glaube ich nur 6 jetzt in einer Gruppe und in einer Gruppe 4. Und bei den Zaubern hat sie jeweils 11. Aber es macht Spaß. Und solange ich Spaß an der Arbeit habe, mit Kindern zu arbeiten, werde ich auch noch die Arbeit machen. Und? Ordentlich auf Harmonie. Die Aktion mit den Tauben ist an der Reihe. Lieblingsshow der Zirkuschefin. Jetzt kommen die Tauben. Die Tauben, die kommen dann ein bisschen. Ja! Wir könnten noch zwei gebrauchen, die am Vorhang stehen. Du nimmst die kleine Taube an, Nico. Jordan, dein Platz ist noch da. So, du nimmst Jacqueline, die Taube hier vorne. So, jetzt geht ihr gemeinsam 5 Schritte zur Mitte. 1, 2, 3, 4, 5. So, lass deine Taube so. 3, 4, 5. So, Jacqueline, du streichelst die Taube, aber du hebst sie nicht ab. Du musst sie beim Abheben, musst du mehr Kraft anwenden. Ne? Ich hole sie nochmal neu. Die ganze Hand, da musst du mehr Spannung reinbringen, mehr Kraft. So kann die Taube auch gut aufsitzen. Und der Blick ist zum Publikum nach vorne. Beine sind geschlossen, Jacqueline. So, Unmut. Jetzt schaust du nach vorne. Lächeln. Für die Kinder ganz was Besonderes, das Spiel mit den Tauben. Bis jetzt haben wir fast nur Mädchen gesehen. Aber jetzt kommen die Jungs mit den harten Sachen zum Einsatz. Die Fakire. Sie legen sich in Glasscherben. Oder treten mit nackten Füßen ins Glas. Und das war echt. Nico, du musst auch, wenn du zurückgehst, die Fakir-Haltung haben. Ja. Schön. Fakir-Haltung. Gut, perfekt. Ich bin der kleine, große Direktor und mache immer meine Ansage. Ja. Und dann mach ich noch Felix nochmal einen Clown. Und dann mache ich auch Seitans-Clowns und wenn einer seine Schulter wehtut, dann mache ich das. So, Sie haben gerade Anthony kennengelernt, Anthony Spärlich, der Enkel von Gerd Spärlich, dem Zirkusdirektor. Und Anthony kann alles, was sein Opa auch kann. Das heißt, Opa kann sich eigentlich zur Ruhe setzen. Anthony ist in 4 Jahren unser Zirkusdirektor, glaube ich. Er macht das perfekt.
Frau Hillner, dieses Zirkusprojekt gibt es ja nun schon seit mehreren Jahren. Wie oft war der Zirkus Sperlich schon hier in Nordhorn bei Ihnen in der Schule? Der Zirkus Sperlich ist jetzt zum dritten Mal hier. Wir arbeiten alle 4 Jahre zusammen und freuen uns, dass es wieder geklappt hat, weil die Termine sind weit im Voraus ausgebucht. Ja. Aber die Qualität dieses Zirkuses ist so hervorragend, dass wir uns immer wieder freuen, mit Gerd Sperlich und seiner Familie hier zusammenarbeiten zu können. Ja, die Kinder proben in 2 Gruppen, die A- und die B-Gruppe. Jetzt zurzeit ist die B-Gruppe dabei. Und die Kinder sind also mit einer Freude und Begeisterung da. Sie wissen, dass der Bürgermeister kommt in die Premierenvorstellung. Und ich glaube, das wird eine gelungene Sache. Die Proben gehen noch einige Tage weiter und für diese Zeit kampiert die Zirkusfamilie auf dem Schulhof der Emmerschule. Und wir sind alle gespannt, wenn es heißt Vorhang auf! Herzlich willkommen im Zirkus